Und damit herzlich willkommen. Oh, ist das schön. Direkt nach dem unserem kleinen Notfall diese Entspannung, die man da spürt. Ach, das ist der Wahnsinn. Was haben wir denn hier für einen Notfall? Gucken wir mal. Ach so, okay. Ja, interessant. Wieso gibt es denn hier kein Dings mehr? Wie kann denn sowas sich aufhängen? Ich habe da so eine komische Idee. Egal, wir können es erstmal einfach hier weiterlaufen lassen. Und dann läuft es wieder. Ich glaube, die Verbrauch der Heizkessel war mehr als wie diese Greifer bieten konnten, weil diese kleinen ersten Greifer, diese gelben Greifer, jetzt arbeiten sie wieder, nicht zu schnell sind. Ach, ich sehe schon, wo das Problem ist. Ich habe sie nicht nach innen geschmissen. Die greifen rein. Ah, okay. Da liegt der Teufel begraben. Jetzt müsste es wieder klappen. Und diese kleinen Freunde, logischerweise müssen. Ah, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? So funktioniert der Blödsinn. Die greifen nach innen, nach außen, die gehen nach innen. Alles klar. Ja, Fleddy, hast gut gemacht. Lol. Jetzt läuft so wieder hier. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier, Produktion ist ein bisschen größer geworden. So ein Fünftel oder sowas würde ich schätzen. Oder ein Zehntel ist es in Wirklichkeit. Okay, alles gut. Ich hatte das noch nicht erlebt, deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert. So, wir wollten diese schöne Sache machen, und zwar Wissenschaftspakete. Haben wir schon welche gebaut? Ah, wir haben 51. Dann werden wir diese kleinen Freunde jetzt hier mal hier reinknallen. Und wir drücken T und können jetzt hier was automatisieren. Dann wollen wir das hier mal machen. Und jetzt arbeiten diese kleinen Freunde. Und ihr seht auf den Balken, wie schnell das geht. Und bei, wenn man nachher 1000 von diesen roten Flächen hier reinballern muss, 1000 grün und so weiter, dann wisst ihr, was ungefähr was hier los ist, ne? Interessant, ja, dass da die Kohleförderung abgeknackt ist. Aber wir haben ja auch hier vergessen. Das hätte aber auch nichts geholfen. So, das heißt, Forschung ist beendet. Wird auch automatisch pausiert. Automation. Achso, hier gibt es den filternden Arm. Den brauchen wir nicht wirklich. Aber das brauchen wir. Unterirdisches Fließband. Schnellergreifer und Teilerfließbände. Ja, der Kalle, das gibt dir Küsschen. Hier. Der Kalle, genau. Dann können wir das hier nämlich auch hier so dran flanschen. Das, was wir vorhaben. Der nächsten Automationstechnik. Oh, Logistik dauert ein bisschen länger. Jetzt haben wir schon hier diesen langen Greifarm. Wir können auch hier Montagemaschinen bauen. Und damit wären wir dann bei dem nächsten Ding, was wir dann auch brauchen. Mal ein bisschen Wissenschaftspaket hier craften. Aber das will ich jetzt hier automatisieren. Weil es ja doch schon dauert. Ne? Ein Wissenschaftspaket, sieht ihr hier, 5 Sekunden Craftzeit dauert das. 5 Sekunden. Also, bis es hergestellt ist. Wenn man mal 1000 Wissenschaftspakete davon braucht, Happy Birthday. Somit sind wir doch fast fertig. Ach, guck mal, ich kann noch einen Wissenschaftslabor hier dran knallen. Würde es nochmal einen Tick schneller gehen. Das ist nur provisorisch hier. So. Haben wir das? So, jetzt haben wir diese schönen Teilerfließbänder und hast du nicht gesehen. So, machen wir mal Teilerfließbänder, 4 Stück und 2 unterirdische. Dann können wir nämlich den hier auch hier dran flanschen. Ach, diesen Wissenschaftspaketen hier, aber die haben wir jetzt mal abgebrochen. Los, let's go. Da sind sie. Kann man die hier so ranbauen?
Und dann fügt dieses Teiler-Fließband diesen hier auf einen Strang rein. Man kann aber auch diesen Strang teilen und dann auf zwei und mehr runter. Also 50-50 läuft hier. Und somit kann man halt eben dafür sorgen, dass das gut läuft. Man kann es auch anders machen, man kann es auch so machen hier. So drauf, aber dann werdet ihr sehen, dass dieser Hauptstrang hier permanent durchläuft. Und wenn hier mal Lücken sind, dass er hier ab und zu einen reindrückt, aber die sind halt eben nicht am Arbeiten. Und das ist halt eben unschön. Deswegen macht man das so. Und den da runter und so. Und dann klappt es auch mit dem Geschirr. Das sollten wir dann auch hier machen. Gleiches Spiel, Prinzip. So. Und das geht auf einen und dann läuft das ein bisschen harmonischer. Und sorgt auch dafür, dass hier diese Dichte des Materials auf dem Fließband läuft. Wie man auch hier natürlich sehen kann, es gibt links und rechts. Es gibt, man kann auch auf einem Fließband zwei verschiedene Materialien laufen lassen. Geht auch. Kommen wir später zu. Aber hier am Anfang bin ich mal der Freund, dass man hier klar das Ganze macht. So, wir haben jetzt so einen schnellen Greifarm. Den craften wir jetzt auch mal. 3, 6, 9, 12, 24 Mal. Dauert aber auch ein bisschen. Und das damit austauschen, damit falls der Speicher ist ja irgendwann voll hier, weil ich will, dass der Speicher erstmal hier voll wird und danach, dass der Speicher hier voll wird. Und wenn irgendwelche Engpässe sind, dass schnelle Greifer dafür sorgen, dass schnelles Material auf das ganze Ding kommt. Jetzt gucken wir uns das mal hier an, wie schnell die sind. Wenn wir jetzt hier greifen, die drei werden es mal austauschen. Ihr seht ja, die sind, ich glaube, locker dreimal so schnell wie die gelben. Brauchen aber auch den dreifachen Strom, ne? Das ist der Witz an der ganzen Sache. Und das auf beiden Seiten, damit hier schön durchproduziert wird, ne? Jetzt immer schön abgeflanscht hier und dann produzieren die da oben besser durch und somit baut sich der Puffer schneller auf. Ist eine schöne Sache. So. Mal gucken, dass das hier auch natürlich schneller hier läuft. Ich bin falsch rum, meine Freunde. Dass das hier schnell aufs Band kommt. So, haben wir diese rechte Seite ausgetauscht. Warten wir noch auf die nächsten 9. Kommt, meine Freunde, craft ein bisschen schneller. Ja, das müssen wir alles noch natürlich auch automatisieren, dass solche Ärmchen hier, die sind Greifärmchen, schneller gebaut sind. Das macht das Ganze ein bisschen schneller, so können wir schneller Sachen bauen. So, ist das hier auf blauen Arm. Der Puffer sollte blau arm sein, damit alles schnell passiert. So, der Puffer baut sich jetzt hier schnell auf. Natürlich auch hier. Und sollte hier irgendwas gebraucht werden, geht's durch. Sehr schön. Das läuft soweit, so einigermaßen dicht. Aber die Dichte hier hinter ist hinter dem Puffer ist interessant. Aber das wird noch sich irgendwann verändern. So. Kümmern uns jetzt hier mal um die Forschung. Haben wir noch Fläschchen hier drin? Ja. Dann sollten wir die hier auch nutzen, kurz mal. Aber ich hätte das gern so teilautomatisiert, weil vollautomatisieren kriegen wir jetzt nicht hin. Das will ich hier auch an dieser Stelle nicht machen. Weil das viel zu klein ist, die Fläche hier. Das genügt halt eben nicht dem Anspruch. Was wir dazu jetzt brauchen, sind Montagemaschinen. Können wir uns nur zwei herstellen. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich so ein bisschen viel Kohle mit mir rumtrage. Aber das können wir ein bisschen ändern. Indem wir jetzt einen schnellen Arm nehmen und da unsere Kohle reinpfeffern. Und dann bringt er das aufs Band hier. Auch schön, ne? Um sein Inventar loszuwerden und wieder in den Produktionsprozess mit einzufließen. Sollten wir vielleicht nochmal leer räumen. Und mit Kohle voll machen.
Weil leider brauchen wir sie noch. Kohle haben wir noch, reicht das? Ist ja noch Kohle. Heidewitzka, so viel Kohle. Lass mal alle nochmal hier ernähren, unsere kleinen Freunde. Der bekommen? Ja, so. Laufen wir noch rüber zu unserem Steinautomaten. Ah, der schreit nämlich auch nach Kohle. Der sollte auch nicht. Da kann noch ein paar Steinchen da bauen. So. Brauchen wir auch alles später für Mauer bauen, so ein Blödsinn. So. Die erste Anlage, um das hier zu produzieren. Hab ich schon eine Idee, wie wir das machen? Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Expandier-Geschichte. So, hier können wir reingehen und dann sagen, was wir bauen wollen. Die sollen rote Flächen. Shift-Rechtsklick, Shift-Linksklick, um zu kopieren. Strom braucht er auch noch. So ein Quatsch. Und, ja. Mal hier von meinen kleinen Freunden wieder abholzen. Kleinen süßen Endgegner, ja, sehr klar. So eine erste Automation, die ich mir jetzt hier vorstelle. Um zumindest mal ein bisschen Forschung voranzutreiben, obwohl so viel ist das ja gar nicht. Ich will es nachher noch richtig machen. Und hier brauchen wir Zahnrädchen. Zahnrädchen. So. Ups, okay. Komm schon nicht mehr davon. Unglaublich. So. Zahnrädchen produzieren. Hier machen wir einen schnellen Greifer mit einer Kiste. Da packen wir dieses schöne Material rein. Dann macht er noch Strom und dann haut er das hier aufs Band und die holen sich das runter. Und produzieren Zahnrädchen. Richtig, so. Diese Zahnrädchen holen wir uns dann hier hinten aus der Maschine wieder raus und hauen das auf diese Straße hier. Genau. Und dann braucht man noch eine Kiste. Die muss aber hier hin. Zum schnellen Greifer. Da muss Kupfer rein. Und ihr seht ja jetzt hier, rechts ein Zahnrädchen und links ist Kupfer, weil der Greifer legt immer nach außen. Weil der braucht Kupferplättchen und Zahnrad. Und dieser netter Greifer holt es dann rein. Braucht der noch Strom und zack, bumm, produziert diese kleine Kiste nach 5 Sekunden ein Wissenschaftspaket. Diese dann in dieser Straße hier drauf knallt und diese dann in unsere schönen kleinen Labore reinknallt. Und da seht ihr die kleinen Fläschchen auf dem Band und er holt sich sie raus, wenn wir denn forschen würden. Ansonsten parken sie sich hier unten in der Straße. Was gut ist. Das heißt, wir müssen hier immer mit Kupfer versorgen in dieser Kiste. Das kann man automatisieren. Und hier oben mit Eisen. Automatisieren kann. Deswegen ist es nur halbautomatisiert. Ich packe hier mal mein ganzes Ding hier rein. Und wir holen uns hier mal das noch raus. Und dann packen wir das da rein. Dann haben wir zumindest das Ganze schon mal ein bisschen halbautomatisiert. Den brauchen wir nicht. Und das wäre so eine kleine halbautomatisierte Straße. Die funktioniert. Und so funktioniert das ja in Factorio.
Aber das ist nur provisorisch hier, um so ein bisschen was zu machen. So, jetzt gucken wir mal, was wir forschen. Und mein Handy ist am Klopfen. Das bedeutet, wir suchen uns hier noch was zum Forschen aus. Es gibt noch Logistik 2, aber da gibt es rote Bänder, die sind schneller als die gelben Bänder. Und das gleiche mit Untergrund und auch Teilerfließband. Aber können wir nicht forschen, weil wir schon grüne Flächen dazu brauchen. Also Wissenschaftspaket 2. Deswegen können wir nur gucken, was wir hier brauchen. Filterarm brauche ich nicht. Das ist nur eine Lampe, die braucht man nicht. Verteidigung könnte interessant werden, weil wir vielleicht bald angegriffen werden. Eine Mauer. Gürtel. Dann werden wir uns erstmal hier ums Militär kümmern. Dann kaufen wir uns, damit wir hier eine Maschinengewehr und eine Pumpgun haben. Mit der Pumpgun können wir den Hals, ach den Hals, den Wald schneller wegdröseln. Und das forschen wir auch. Und ja, das war's in dieser Folge. Let's Play Factorio mit dem Flatrate und den Kalle. Schaltet auch wieder nächste Woche ein. Genau, da muss man im Fernsehen warten. Oder sich zur nächsten Folge ein. Bedanke mich. Ja, euer Flatrate. Tschüss. Das ist ein Abspannvideo. Kannst du rechts abonnieren, wenn du das nicht schon hast. Und links ist irgendein witziges Video, was ich mal gemacht habe, was du vielleicht noch nicht gesehen hast. Ne? Kannst du ja angucken. Tschö.